Jetzt geht es los. Guten Abend und sehr, sehr herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filmmuseums zur Eröffnung der 21. Ausgabe unseres italienischen Filmfestivals Verso Sud. Buonasera e benvenuto a Verso Sud. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind und entschuldige mich an dieser Stelle für die kleine Verspätung, die aber der Tatsache geschuldet ist, dass wir komplett ausverkauft sind und nachher auch ausverkauft sind und jetzt erst noch gucken mussten, ob wir noch freie Plätze finden. Ich heiße als allererstes sehr herzlich willkommen Herrn Generalkonsul Maurizio Canfora und seine Frau. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Ja, Herr Canfora ist nicht nur heute Abend zum ersten Mal hier im Kino des Deutschen Filmmuseums, sondern er ist auch ganz neu in Frankfurt. Seit Juni ist er der neue Generalkonsul für Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Unterfranken. Herzlich willkommen auch in Frankfurt. Als nächstes möchte ich herzlich begrüßen Lucio Izzo und seine Frau. Lucio Izzo ist der Direktor des Instituto Italiano in Köln. Herzlich willkommen auch Ihnen beiden. Und dann natürlich sehr, sehr herzlich willkommen, Buonasera, Signore Verso Sud, Franco Montini. Und mit ganz besonderer Freude begrüße ich sehr herzlich den Regisseur unseres Eröffnungsfilms, Fernando Muraca. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des italienischen Kinos, des italienischen Films, es ist schön, dass wir in diesem Jahr nicht nur wieder die Eröffnung unseres Festivals feiern können. Im letzten Jahr haben wir die 20. Festivalausgabe gefeiert. In diesem Jahr feiern wir wieder das 20. Jubiläum. Verso Sud wurde nämlich genau vor 20 Jahren gegründet, 1995. Und ich bin ganz sicher, dass wir im nächsten Jahr auch wieder irgendeinen Grund für irgendein Jubiläum oder eine Feier finden werden. Dass unser Kino heute wieder bis auf den letzten Platz gefüllt und schon zahlreiche weitere Vorstellungen ausverkauft sind, zeigt ein weiteres Mal, wie groß die Begeisterung und die Liebe der Frankfurter und auch über die Frankfurter Grenzen hinaus zum italienischen Kino und zum italienischen Film ist. In seinem Grußwort hat Herr Canfora geschrieben, dass Verso Sud Brücken schlägt zwischen Deutschland und Italien. Ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Bild, das natürlich wirklich sehr schön passt auf Verso Sud. Denn in den kommenden 2 Wochen zeigen wir bis zum 11. Dezember ein interessantes und abwechslungsreiches Programm mit neuen Filmen aus Italien, aber auch mit Klassikern. Und dieses Programm schlägt auch wieder filmische Brücken zwischen Deutschland und Italien. 12 aktuelle Spielfilme und Dokumentarfilme aus den letzten beiden Jahren gilt es zu entdecken. Filme der beiden Altmeister, Ermanno Olmi und Ettore Scola, Filme von jungen Nachwuchsregisseuren wie Sidney Sibilia, Rowan Johnson oder Eduardo Leo, Dokumentarfilme von Gabriele Salvatores, Franco Maresco, Eckhard Schmidt, Antonio Augugliaro, Khaled Soliman Al-Assiri und Gabriele De Grande, der unser dritter Gast in diesem Jahr ist. Er wird am 11. Dezember mit seinem Film Io sto con la sposa hier zu Gast sein, den wir eigentlich schon im letzten Jahr zeigen wollten und schönerweise jetzt in diesem Jahr zeigen. Und ich freue mich sehr, dass wir auch da wieder im Anschluss einen Empfang veranstalten können, den wir Italia Altrove, eines neuen Vereins, eines neuen Clubs und Frau Rossi zu verdanken haben. Vielen Dank jetzt schon dafür. 2 besondere Vorführungen haben wir in diesem Jahr auch im Programm. In Kooperation mit der Weltlesebühne wird ein gläserner Untertitler die so wichtige und nicht immer einfache Arbeit bei der Erstellung von deutschen Untertiteln für italienische Filme erläutern. Also auch er wird einen Brückenschlag wagen und machen zwischen Text und Film, zwischen Deutschland und Italien. Wir zeigen dann Kaina, den ersten in Sardinien gedrehten Stummfilm, der lange Zeit als verschollen galt und erst vor einigen Jahren eine Kopie in Prag aufgetaucht ist und restauriert wurde. Und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Film zeigen. Ich weiß, dass sich Herr Canfora darüber ganz besonders freut, denn er stammt selbst aus Sardinien und insofern ist Kaina auch ein kleines Willkommensgeschenk für ihn und seine Arbeit hier in Frankfurt und für den Einstand hier in Frankfurt. Und schon jetzt möchte ich Sie sehr herzlich für den morgigen Abend einladen. Da zeigen wir Buon Gianulla von Gianni Di Gregorio, der schon in Frankfurt angekommen ist, jetzt aber noch in Göttingen heute Abend sein wird und dann morgen hier zu Gast sein wird. Unsere traditionelle Hommage ist in diesem Jahr Francesco Rosi gewidmet, den Martin Scorsese den Meister des zeitgenössischen Kinos nannte und der im Januar leider im Alter von 92 Jahren gestorben ist.
Francesco Rosi wurde am 15. November 1922 in Neapel geboren, und er war unter den Regisseuren Italiens der letzte überlebende Vertreter aus der großen Zeit des italienischen Kinos, der Epoche des Neorealismus, in dessen Tradition auch seine eigenen Arbeiten standen. Rosi begann seine Arbeit und seine Karriere Ende der 1940er Jahre zunächst als Assistent von Luchino Visconti und Michelangelo Antonioni. 1956 drehte er seinen ersten eigenen Film, La Sfida, und er wurde seitdem vor allem als Regisseur von Polit-Thrillern und Mafia-Dramen berühmt, die eine spannende Dramaturgie haben und die ernüchternde und realistische Porträt, das ernüchternde und realistische Porträt der Verhältnisse in seinem Heimatland miteinander verbinden. Immer wieder griff Rosi dabei etwa in Salvatore Giuliano oder in Il Caso Mattei, für den er 1972 in Cannes die Goldene Palme gewann, reale Vorgänge auf und inszenierte sie mit dokumentarischer Präzision. Ein schönes Zitat des deutschen Filmwissenschaftlers und Filmkritikers Carsten Witte beschreibt seinen Stil so: Rosi ist ein Chronist politischer Leidenschaften. Die Politik ist sein Thema, das Nicht-Öffentlich-Werden geheimer Machenschaften sein Motiv. Mitreißende Theatralität seine Form. Über 20 Filme hat er bis zu seinem Tod gedreht, und in Erinnerung an ihn zeigen wir in unserer Hommage neun seiner Werke. Von Rosis zweiten und in Deutschland gedrehten Film Wieder ein Brückenschlag, Il Magliari, auf St. Pauli ist der Teufel los, der etwas seltsame deutsche Titel. Über Salvatore Giuliano, Le mani sulla città, Uomini contro, Il caso Mattei bis zu La Tregua. Die Atempause von 1997, Rosis letzten Film, den wir heute Nachmittag schon gezeigt haben. La Tregua wurde übrigens von einem Frankfurter Produzenten, Daniel Zutag, co-produziert, und ihm haben wir das auch zu verdanken, dass wir diese wunderschöne Kopie mit deutschen Untertiteln zeigen können. Auch an dieser Stelle ein Dank an ihn. Dass wir die Hommage aber überhaupt verwirklichen konnten, haben wir Cinecittà zu verdanken in Rom, die uns die meisten der Kopien freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Ich lade Sie also ein, Francesco Rosis Werk, seine Filme neu oder wieder zu entdecken und sich die Filme anzusehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt kommen wir aber zum diesjährigen Eröffnungsfilm, La Terra dei Santi. Er ist das Kinofilmdebüt, nicht das Filmdebüt, das Kinofilmdebüt von Fernando Muraca, der zunächst als Regisseur für Theater tätig war und auch als Autor, und der dann Ende der 1990er Jahre angefangen hat, sich dem Film zuzuwenden, zunächst als Drehbuchautor. Sein erster Kurzfilm entstand im Jahr 2000, Nel cuore il mondo, 2004. Mit La Terra dei Santi übernehmen wir eine filmische Reise in den Süden Italiens nach Kalabrien, wo Fernando Muraca geboren wurde und wo auch sein Film spielt. Er erzählt darin von den Ndrangheta, der kalabrischen Mafia, aber auch das aus einer sehr, sehr, sehr ungewohnten Perspektive, nämlich der Perspektive der Frauen. Ein wunderbarer Film, ein Drama, zum Teil ein Thriller, und ich bin sicher, Ihnen wird der Film sehr gefallen, so wie er mir sehr gefallen hat. Die Hauptrolle spielt die so wunderbare Valeria Solarino, und das restliche Ensemble ist auch unglaublich toll. Also ich bin sehr gespannt auf das Gespräch im Anschluss. Lieber Fernando Muraca, noch einmal herzlichen Dank, dass Sie heute nach Frankfurt gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Um 22:30 Uhr zeigen wir La Terra dei Santi nochmal, und ich weiß, auch da ist es schon ausverkauft, was auch dafür spricht, wie groß das Interesse für diesen Film ist. Last but not least möchte ich mich bei denjenigen Institutionen bedanken und auch Personen bedanken, die unsere Partner und Förderer schon seit so vielen Jahren sind und die Versosud mit ihrem tollen, unglaublichen Einsatz unterstützen und dafür sorgen, dass wir Jahr für Jahr italienische Filme in Frankfurt zeigen können. Zuallererst geht mein Dank natürlich an und auch von Herzen an unseren Partner Made in Italy, allen voran Franco Martini, Francesco Bono und Piero Spilla, dem italienischen Kulturministerium in Rom, dem italienischen Generalkonsulat, der Canfora, dem italienischen Kulturinstitut in Köln, Lucio Izzo und Birgit Otten, dem Kairos Filmverleih, Helge Schweckendiek und Winfried Arnold, der italienischen Handelskammer in Frankfurt und in Deutschland, Maria Laura Wacker zu nennen, die dafür sorgen und schönerweise auch schon vorher gesorgt haben, dass wir Weine und Sekt aus Kalabrien heute Abend genießen können. Dann, das ist ein Applaus wert.
Dann dem Team der Casa di Cultura, allen voran Mary Condotta, die da hinten steht. Vielen Dank für die tolle Unterstützung, schon seit so vielen Jahren. Der Weltlesebühne Barbara Neb und Katharina Schmidt, die uns den gläsernen Übersetzer, zum gläsernen Übersetzer verholfen haben. Marina Krones für das Dolmetschen. Und meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Filmmuseum, Marieke Steinhoff, die hier sitzt, Pramila Cinciana, die hinten im Vorführraum ist, und Antonio Cucella, der gerade mit Gianni Di Gregorio nach Göttingen gefahren ist. Danke, danke, danke und mille grazie an Sie alle. Ich wünsche Ihnen jetzt einen unterhaltsamen Abend, freue mich auf das Gespräch im Anschluss und übergebe das Wort an Maurizio Canfora und dann später an Lucio Izzo. Und vielleicht möchte Fernanda Muraca auch noch kurz ein paar Worte sagen. Buona visione. Guten Abend und vielen Dank, Frau Haas. Sie haben fast alles gesagt, was ich sagen möchte. Ich kann ein bisschen improvisieren. Man hat mir gefragt, auf welcher Sprache sollte ich diese Rede halten. Also, ich werde zuerst auf Italienisch sprechen und für die Nicht-Italienischsprachige, natürlich können Sie unsere Sprachkurse, die das. Die das Italienische Kulturinstitut hier in Frankfurt veranstaltet. Aber natürlich, bis wann Sie das machen, werde ich danach eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch auch halten. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Per me è chiaramente un grande piacere, ma anche un grande orgoglio essere qui per il 21° compleanno di questo Festival del film italiano Verso Sud. Negli anni 50 e 60 si diventava maggiorenni quando si compivano 21 anni. In realtà il festival non ha avuto bisogno di aspettare questo compleanno perché già da molto tempo è un appuntamento fisso e atteso da molti italiani che vivono qui a Francoforte, ma anche da un pubblico tedesco molto interessato. Come dicevo, la signora Haas ha detto molte cose che avrei voluto dire anch'io, ha anche citato un brano del mio saluto. Allora le rendo il favore e cito un altro brano invece che viene dal saluto della signora Haas, che mi è sembrato molto interessante, ed è quello in cui lei spiega come molti film che sono stati proiettati qua a Francoforte poi hanno avuto una diffusione in tutta la Germania e quindi sono stati proiettati anche in maniera commerciale in numerosi cinema tedeschi. Questo mi sembra uno dei risultati principali di questo festival, ossia la promozione anche commerciale del film italiano qua in Germania e, perché no, della lingua italiana, perché poi questi film vengono proiettati qui molto spesso in lingua originale con i sottotitoli. È sempre lungo, questi discorsi diventano sempre lunghi perché bisogna alla fine ringraziare tutti quanti coloro che hanno permesso al festival di tenersi. Il lavoro l'ha già fatto la signora Haas nel suo intervento, quindi io non ripeterò tutti quanti, però chiaramente due li voglio citare in particolare. Il primo è chiaramente il Deutsches Filmmuseum, che ci dà ospitalità e che è chiaramente uno dei partner essenziali per questa manifestazione. E da parte mia, da parte del Consolato, posso assicurare che l'Italia continuerà a sostenere questa manifestazione e a collaborare anche nei prossimi anni con questa istituzione importante della città di Francoforte. E in secondo luogo, chiaramente, Made in Italy, che da moltissimi anni, insomma, ci facilita la distribuzione dei film e chiaramente la venuta di questi importantissimi ospiti. Termino anch'io dando il benvenuto al nostro regista Fernando Muraca. Sarò tra quelli che parteciperanno alla seconda proiezione del film alle 22:30, ma avremo penso occasione di parlare del suo film, anche se io ancora non l'ho visto più tardi.
Also, wie gesprochen, jetzt eine wirklich kurze Zusammenfassung von meiner Rede auf Italienisch. Zuerst möchte ich natürlich die Institutionen und Förderer, die diese Veranstaltung organisiert haben. Und ich werde nicht alle die Förderer wiederholen, wie Frau Haas schon getan hat, aber ich möchte natürlich mich bei Ihnen, Frau Haas, als Vertreterin der Deutschen Filmsmuseum, herzlich bedanken und auch Ihnen versprechen, dass Italien immer hinter diesem Festival Verso Sud sein wird. Natürlich möchte ich auch Made in Italy bedanken für Ihre Anstrengung und für der Hilfe, die Sie immer uns verleihen, in Regisseure und Schauspieler und Drehbuchautoren hier in Frankfurt zu bringen. Ich hatte auch gesagt, dass ich bin sehr stolz und es ist für mich eine Ehre, hier für die 21. Geburtstag dieses Festival zu sein. In der 50er und 60er Jahre wurde man Erwachsener mit 51 Jahren. Natürlich hat Verso Sud das nicht gebraucht. Es ist schon seit Jahren ein etablierter Termin hier für Frankfurt und wir sind natürlich sehr stolz drauf. Frau Haas hat eine paar Worte aus meinem Grußwort gestohlen und ich werde auch ein paar Worte von Frau Haas aus ihrem Grußwort stehlen. Und zwar, Sie haben gesagt, dass viele Filme, die hier in Frankfurt in Verso Sud gezeigt wurden, wurden auch in Deutschland bundesweit im Kino gestartet. Und das finde ich wirklich wichtig und einer der Erfolge von Verso Sud, dass dieses Festival beitragt, die italienische Film und die italienische Sprache bundesweit in Deutschland zu fördern. Also vielen Dank und ich hoffe, dass Sie diesen wunderschönen Film von Herrn Muraca mögen. Vielen Dank. Buonasera. Allora, intanto è stato già tutto detto, ovviamente. E quindi voglio però ringraziare nuovamente Monica Haas, il console generale, e Franco Montini e naturalmente Fernando Muraca. In primo luogo, naturalmente, Monica Haas, perché il suo lavoro in questo, non in tutti i 21 anni, ma in questi ultimi anni è stato ed è determinante per questa manifestazione. Also es wurde tatsächlich fast alles gesagt, aber trotzdem möchte ich jetzt die Danksagen wiederholen. Also ich bedanke mich recht herzlich bei Frau Monika Haas, denn ohne ihre Arbeit würde das Ganze hier überhaupt nicht stattfinden. Das ist eine sehr gute Arbeit. Ich möchte mich bei dem Herrn Generalkonsul bedanken, bei Herrn Montini und selbstverständlich bei Herrn Muraca. Due cose vorrei soltanto sottolineare. La prima è appunto l'importanza di questa manifestazione verso sud che ha luogo a Francoforte, ma che influenza, come appunto ricordava prima il console, tutta la diffusione del cinema italiano in Germania. Also, ich möchte vorerst zwei Dinge erwähnen. Also, vorallererst, Verso Sud, dieser Filmfestival, das ist sehr wichtig, weil es eben, wie schon gesagt wurde heute Abend, der Vertrieb und die Verbreitung von dem italienischen Film in ganz Deutschland beeinflusst. E naturalmente desidero ringraziare Franco Montini per il suo impegno di questi anni e che sono certo potrà crescere non solo nella prospettiva di Francoforte e dell'Asia stessa, ma in ambito federale, quindi su tutto il territorio tedesco. Und deswegen geht mein besonderer Dank an Herrn Franco Montini für sein unermüdliches Engagement. Und ich bin sicher, dass das Deutsche Filmfestival in Frankfurt, in Hessen, aber auch in ganz Deutschland noch größer machen wird. In questo senso, Verso Sud, grazie appunto al lavoro di questi due protagonisti e di tutto il resto della squadra, che non nomino perché è impossibile, ma l'ha già fatto prima Monica Haas, è fondamentale la ricchezza. Allora, avete un programma ricchissimo e bellissimo.
Und deswegen ist das so wichtig. Und deswegen ist auch die Arbeit von den ganzen Leuten, die ich jetzt nicht wieder erwähnen werde, aber die ein wunderbares Team bilden, so wichtig für dieses Filmfestival. Und was schöner noch schöner ist, ist, dass das Programm so reich an neuen Filmen, an neuen Inspirationen ist. Più o meno. Mi ha anticipato, ha detto già quello che volevo dire prima, ma insomma. È un'interprete straordinaria, ha già. Benissimo. Allora, appunto, quello che dicevo, non soltanto ha citato Francesco Rosi, quindi non soltanto i grandi maestri, ma soprattutto la presenza costante e continua dei nuovi autori, come appunto Fernando Muraca, che è qui stasera con me, ospite d'onore, che non soltanto possiamo definire emergenti, io direi emerso più che emerso, ma che portano sia sul piano dei contenuti, ma anche sul piano del linguaggio cinematografico, una linfa nuova, e credo che questo sia la cosa più importante per il nostro cinema. Und es wurde ja heute schon von Francesco Rosi gesprochen und von den ganzen Meistern des italienischen Filmes. Aber sehr wichtig sind auch die neuen Regisseure. Und deswegen bin ich sehr froh, dass heute Herr Muraca da ist. Herr Muraca, der wirklich eine neuer Wind in die italienische Kulturlandschaft bringt. Nicht nur mit den anderen Regisseuren, nicht nur wegen den Inhalten, sondern auch, weil die Filmsprache immer wieder neu erfunden wird. Buona visione. Schönen Abend. Buonasera. Guten Abend. Parla lei al mio posto perché mi ha detto che ha studiato tutto quello che io dico nelle interviste. Allora così evitiamo la traduzione. Jetzt soll die Dolmetscherin sprechen, was sie hat gesagt. Also ich habe ja alles gesehen auf YouTube, was er so in Interviews gegeben hat, deswegen weiß ich schon alles, was er sagen wird. No, sono felice e molto felice di essere qui, perché qui fra l'altro c'è uno dei miei migliori amici con altri due che sono uno brasiliano e uno italiano, per dire il legame che c'è fra la Germania e l'Italia. Ich bin sehr froh, dass ich heute Abend hier sein darf und ich bin hier mit zwei sehr wichtigen Freunden, einen aus Brasilien und einen aus Italien, und das bedeutet wiederum die starke Bindung an Deutschland. Poi io parlerò adesso per 89 minuti, quindi vi dico ciao. Ich werde sowieso jetzt für die nächsten 89 Minuten auf der Leinwand sprechen, deswegen sage ich erstmal tschüss. E ci vediamo dopo che parlerà lei. Und dann sehen wir schon später und ich werde, also die Dolmetscherin wird reden. Ich begrüße noch einmal sehr, 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 sehr herzlich Fernando Muraca, Franco Martini und Marina Krones. Wenn Sie mögen, können wir auch 5 Minuten warten und noch eine kleine Pinkelpause einbauen. Mi spetta il compito di aprire questa chiacchierata che poi vuole essere ovviamente aperta anche a tutti coloro che vorranno intervenire. Ich habe die Aufgabe jetzt dieses Gespräch einzuleiten, was natürlich wo natürlich alle teilnehmen möchten, die dann gerne Fragen stellen können. E volevo chiedere innanzitutto a Fernando come è nata l'idea di questo film. Und da möchte ich auf jeden Fall fragen, Fernando, wie ist die Idee von diesem Film geboren? Perché film che raccontano l'andrangheta o comunque fenomeni criminosi ce ne sono stati tanti in Italia e se ne fanno tanti. Denn Filme über die Ndrangheta und über kriminelle Fälle und überhaupt über Verbrechen gibt es ja viele in Italien. Ma questo è il primo film che racconta questo fenomeno attraverso uno sguardo tutto al femminile. Aber das ist das erste Mal, dass sowas wie die Ndrangheta von einem weiblichen Standpunkt erzählt wird. E racconta come appunto siano le donne le prime vittime di questo fenomeno. Come è nata questa idea di raccontarlo da questa prospettiva? Und man sieht eben, dass die Frauen die allerersten Opfer von diesem Phänomen ist. Also wie ist diese Idee entstanden? No? No. ci sono due elementi importanti. Es gibt zwei wichtige Elemente. Il primo è un io penso che il punto di vista del femminile nella società contemporanea sia
capace di scavare molto in profondità in questo momento storico. Vor allererst bin ich der Meinung, dass der weibliche Standpunkt in unserer Gesellschaft von heute in der Lage ist, wirklich sehr tief in die Gesellschaft einzudringen. Quando parlo di femminile intendo quel femminile che c'è anche negli uomini. Und wenn ich weiblich sage, dann sage ich, spreche ich auch von dem weiblichen Teil in Männern. È un punto di vista che non mette al centro il denaro o il potere. Und da ist weder Geld noch die Macht sind im Mittelpunkt. Ma che considera l'uomo a partire anche dalle sue emozioni. Das heißt, wir sehen auch die Emotionen von dem Menschen im Mittelpunkt. Senza avere paura di queste. Und wir haben keine Angst vor Emotionen. Anche perché gran parte della nostra vita è, scaturisce dal rapporto che noi abbiamo con le nostre emozioni. Denn Großteil von unserem Leben geht eben von unserer Beziehung mit Emotionen heraus. Quindi per questo le donne. Deswegen die Frauen. Poi l'andrangheta è un fenomeno molto importante che è nel cuore dell'Europa. Die Ndrangheta ist natürlich ein sehr wichtiges Phänomen in Europa. E che ha un'influenza enorme su tutte le economie degli stati membri. Und er nimmt einen sehr großen Einfluss auf alle Wirtschaften in den europäischen Staaten. Compresa la Germania. Einschließlich Deutschland. Per esempio, per fare capire, ci sono delle informative dei servizi segreti tedeschi. Es gibt zum Beispiel so Geheimdienste in Deutschland. Quando è caduto il muro di Berlino. Als zum Beispiel die Mauer gefallen ist in Berlin. Che informavano Kohl. Und diese Geheimdienste haben Kohl darüber informiert. Che l'andrangheta si stava comprando nell'est interi quartieri in contanti. Dass die Ndrangheta im Osten ganze Viertel von Städten bar eingekauft hat. E che quindi si innestava nel tessuto economico della grande Germania. Das heißt, die Ndrangheta hat sich einfach eingearbeitet in das wirtschaftliche Gefüge von Deutschland. Senza reazione. E l'andrangheta. Das ist die Ndrangheta. Nein, das bin ich. Es gab keine Reaktion auf diese Aktion. Scusami. E l'andrangheta è silente. È silenziosa. L'Ndrangheta ist still, ist leise. Non uccide i giudici. Es werden keine Richter ermordet. Perché muove una enorme quantità di denaro. L'Ndrangheta bewegt eine große Masse an Geld. Che è superiore alla finanziaria, per esempio, della Germania. Und es geht über zum Beispiel das Jahresgesetz, also das Finanzgesetz von Deutschland von einem Jahr. E che deve riciclare. Und dieses Geld muss ja recycelt werden. Soprattutto dove le economie sono più fiorenti. Und das passiert eben da, wo die Wirtschaften am stärksten sind. Come nella Germania. Wie zum Beispiel in Deutschland. Quindi c'erano queste due importanti questioni, il punto di vista femminile. Deswegen gab es diese zwei wichtigen Elemente. Zum einen die Sicht der Frauen. E parlare di un fenomeno che era molto importante nel mondo contemporaneo per l'Europa. Und zum anderen wollte ich von einem Phänomen reden, was für Europa und für die Welt sehr wichtig ist. L'ultima battuta del film che avete appena visto. Also der letzte Satz vom Film, was Sie eben gesehen haben. Personaggio di Valeria Solorino che interpreta il magistrato dice un altro soldato per la per la vostra organizzazione riferendosi appunto al figlio che sta per nascere. Und da spricht die Staatsanwältin eben von einem neuen Soldat für ihre Organisation. Questa ragazza risponde a meno che non sia una donna. Und die Mutter sei fortunato. Sagt eben ja eben, wenn sie keine Frau ist, wenn er Glück hat. Ecco, un finale abbastanza imprevedibile. Das ist doch ein unvorhergesehenes Ende, oder? Allora, se sei maschio, also wenn du ein Mann bist, e nasci in una famiglia mafiosa, und in einer mafiösen Familie geboren wirst, la cosa peggiore che ti può succedere è morire. Ist das Schlimme, was dir geschehen ist, zu sterben. E quasi sempre accade. Und das passiert aber fast jedes Mal. È nel conto. Das ist einfach in der Rechnung drin. Ma se nasci donna, aber wenn du Frau, als Frau geboren wirst, può succederti una cosa. Kann etwas passieren. Per esempio, se nasci, se ti muore il marito, wenn zum Beispiel dein Ehemann stirbt, sei vedova. Bist du Witwe. Se ti muore il padre, sei orfana. Wenn du dein Vater stirbt, se dann bist muore, du weise. Se ti muore un figlio, aber wenn dein Sohn stirbt, non so in tedesco, ma in italiano non c'è la parola. Aber ich weiß jetzt nicht auf Deutsch, aber auf Italienisch gibt es kein Wort dafür. Cioè, se sei donna e sei destinata a perdere tuo figlio morto ammazzato. Also wenn du Frau bist und dein Schicksal darin besteht, dass du den Sohn verlieren musst, weil er einfach ermordet wird. Sei destinata a essere niente. Wirst du peggio che morire. Es ist schlimmer als sterben. Questa è la condizione della donna.
che nasce in una famiglia mafiosa, destinata a essere niente. Und das ist einfach die Lage der Frau in einer mafiosen Familie. Die Frau ist nichts und sie wird nichts. Il film che avete visto è stato realizzato in 3 settimane, che può sembrare quasi incredibile o comunque miracoloso. Ecco, com'è stato, come si è realizzato questo miracolo? Den Film, den Sie gesehen haben, wurde in erst 3 Wochen gedreht. Also das klingt ja fast wie ein Wunder, das ist ja unglaublich. Wie war das möglich? Io penso che il cinema debba raccontare qualcosa di più di quello che noi già non sappiamo. Ich glaube, dass Filme etwas erzählen müssen, etwas mehr von dem, was wir schon wissen. Quello che fa l'Andrangheta già lo conosciamo dalle news, dalle inchieste. Das, was die Drangheta macht, das wissen wir schon von, von der Tagesschau, von den Forschungen, von den Nachrichten. Conosciamo i suoi traffici. Wir wissen, was die Machtschaften der Drangheta sind. Ma cos'è? Aber was ist die Su cosa si fonda non lo conosciamo. Wir wissen nicht die Basis. Was ist die Basis von Andrangheta? Allora questo significa che c'era un'urgenza. Das heißt, es war dringend, sowas zu erforschen. Che bisognava raccontarlo. Das musste erzählt werden. Anche per progettare un'uscita e un contrasto a questa organizzazione. Auch eben um einen möglichen Ausgang aus dieser Organisation, einen möglichen Kampf dieser Organisation anzusagen. Quindi è stato possibile realizzare un film in 3 settimane. Deswegen war es möglich, diesen Film in 3 Wochen zu machen. Perché quando hai un'urgenza che ha fondata. Denn wenn es eine Dringlichkeit gibt, die begründet ist. Si mettono in moto dei meccanismi. Da entstehen Mechanismen. Che cooperano con il regista. Die einfach dem Regisseur helfen. Per esempio tutto il cast. Der ganze Cast zum Beispiel. Ha deciso di partecipare al film. Hat beschlossen, mit dem Film mitzumachen. Con dei cachet molto più bassi di quelli a cui è abituato a lavorare. Und alle haben viel weniger Geld bekommen dafür, als das, was sie normalerweise für ihre Arbeit bekommen. Per esempio, quando ho incontrato Valeria Solarino. Als ich Valeria Solarino getroffen habe. Che è un'attrice molto importante nel nostro paese. Die in Italien eine sehr wichtige Schauspielerin ist. E lei mi ha detto che voleva fare il film. Und sie sagte mir, ich will diesen Film machen. Io l'ho ringraziato, ma ha detto, ma non è possibile. Ich habe mich herzlich bedankt, habe aber gesagt, perché das geht ja nicht. Noi non abbiamo la possibilità di coinvolgerti in questa storia. Denn wir haben einfach die Mittel nicht, um dich mit reinzuziehen. E lei mi ha guardato negli occhi e mi ha detto così. Dann hat sie mich tief in die Augen geschaut und hat gesagt, questo è un film importante per il nostro paese. Das ist ein wichtiger Film für unser Land. Io vengo anche gratis. Ich komme auch ohne Geld. E poi mi ha detto, non lo dire alla produttrice però. Und dann hat sie gesagt, aber sag das dem Produkteur nicht. Senti, a proposito di cast, di attrici, chi conosce il cinema italiano si sarà, credo, molto meravigliato della performance di Lorenza Indovina. Also, wenn wir von dem Cast reden, also die Leute, die das italienische Kino kennen, haben sich wahrscheinlich gewundert über Lorenza Indovina. Perché è l'attrice che interpreta questo ruolo della moglie del boss. Das ist die Ehefrau von dem Boss im Film. E solitamente è un'attrice che fa commedie, un'attrice molto divertente, molto leggera. Und normalerweise spielt sie in Komödien mit dabei, sie macht lustige Rollen. E come hai fatto a vederla in questo ruolo? Sembra quasi una Lady Macbeth. Sie sieht ja fast aus wie eine Lady Macbeth. Wie konntest du sie in dieser Rolle sehen? Allora, il ruolo che lei interpreta nel film. Die Rolle, die sie in dem Film einnimmt. È l'unico ruolo per cui non ho fatto provini. Das ist die einzige Rolle, für die es keine Probe-Schauspieler gab. In cui ho proposto direttamente a lei di fare il personaggio. Ich wollte einfach direkt, dass sie diese Rolle übernimmt. Perché in quell'età. Denn in diesem Alter. È secondo me l'attrice più versatile che c'è in Italia in questo momento. Ich glaube einfach, dass es die Schauspielerin ist in Italien, die am meisten wechseln kann zwischen Rollen. Un'attrice consapevole del suo mestiere. Sie ist sich ihres Berufs sehr bewusst. È anche molto difficile da dominare. Und sie ist auch sehr schwer zu dirigieren. Però è una sfida, cioè quando tu hai davanti una sfida importante come quella che avevamo noi in questo film. Aber wenn du eine wichtige Herausforderung vor dir hast, wie wir in diesem Film eben, devi accettare il rischio di coinvolgere nell'opera. Dann musst du einfach das Risiko einnehmen, Leute mit reinzunehmen. Anche persone che ti possono mettere in crisi. Die vielleicht auch nicht so einfach sind.
Per esempio, nel suo caso non è calabrese. Also sie kommt nicht aus Kalabrien. Ma parla in calabrese nel film. Spricht aber kalabresisch im Film. Mi ha chiesto di registrare tutte le sue battute nella lingua. Sie fragte mich, ich solle einfach alles, was sie im Film sagen würde, in der Sprache aufnehmen. E per molte settimane abbiamo lavorato sulla lingua. Und wochenlang haben wir einfach nur auf der Sprache gearbeitet, mit der Sprache. Ci vuole una grande dedizione per questo. Und das ist einfach eine große Leidenschaft für diesen Beruf, was sie zeigt. E per cui, diciamo, è difficile confrontarsi con un grande artista. Es ist einfach schwer, so eine herausragende Persönlichkeit zu sehen. Ma è anche assicurata la sua dedizione nel momento in cui sceglie un'opera. Das heißt aber auch, dass diese Persönlichkeit einfach für diese Rolle dann sich komplett aufgibt. Pure lei non è stata pagata? Und sie wurde nicht bezahlt? Pochissimo. Sehr wenig bezahlt. Bene, non so se nel frattempo così è sorta qualche domanda, io lascio volentieri anche a voi il microfono. Also ich, jetzt weiß ich nicht, ob es Leute gibt, die Fragen hätten, also bitte. Wir haben ein Mikrofon hier, das wir auch gerne hinbringen, sonst verstehen die anderen es nicht. Die anderen verstehen es sonst nicht. Kannst du einfach unten rum? No, dicevo che il film è stato girato tutto d'un fiato, come noi abbiamo visto il film tutto d'un fiato, nel senso che ci è sembrato che sia durato veramente poco. Le volevo solamente chiedere, ma nella realtà questo, come dire, si registra da questo punto di vista delle donne in Calabria e poi nella realtà vengono presi questi provvedimenti che il giudice ha tentato di adottare? Also der Film wurde einfach auf einen Schlag gedreht, wie wir den auf einen Schlag gesehen haben. Und meine Frage wäre einfach, gibt es wirklich diesen Standpunkt der Frauen in Kalabrien und gibt es auch wirklich diese Art von Maßnahmen, werden sie wirklich ergriffen? Quando io ho scritto il film insieme a Monica Zappelli, che è la sceneggiatrice anche dei Cento Passi. Als ich den Film geschrieben habe mit Monica Zappelli, was den Film I Cento Passi mitgemacht hat. Praticamente non era mai accaduto. Das sowas war noch nie passiert. Negli anni successivi, quando cominciavamo a preparare il film, als wir danach den Film angefangen haben vorzubereiten, un giudice che si chiama Di Bella della Procura di Reggio Calabria, ein Richter Di Bella von der Staatsanwaltschaft Reggio Calabria, ha cominciato a farlo. Hat er angefangen, diese Maßnahmen zu ergreifen, tatsächlich. E l'altro ieri sono stato mi hanno invitato a intervenire a un convegno nel Senato della Repubblica Italiana. Vorgestern war ich auf einer Tagung eingeladen beim Senat der italienischen Republik. Perché sta diventando un progetto di legge adesso. Denn das wird langsam wirklich zu einem Gesetz. Ich habe eine Frage. Ich habe mich gefragt, ob die Frauen darüber nachdenken, ob sie nur Opfer sind oder ob sie auch Täterinnen sind. Beh, il film racconta di due personaggi che sono una colpevole e una vittima. Also in dem Film geht es ja um zwei Frauen und die eine ist ja Täterin, die andere ist Opfer. Per esempio, la cattiva del film, Caterina. Also Caterina, die böse im Film. Ha assunto le categorie maschili. Hat einfach männliche Eigenschaften übernommen, che sono, sagen wir mal. Le perversioni del maschile. Und das sind einfach die Perversionen von der männlichen Seite. Il primato nell'esistenza del potere del denaro. Das heißt, Macht und Geld sind einfach das Wichtigste im Leben. Mentre la sorella, die Schwester von ihr, al primo posto nella vita, ist also für sie im ersten Platz im Leben, l'amore per i suoi figli, ist die Liebe für ihre Kinder. E poi c'è un'altra donna. Und dann gibt es eine dritte Frau. Che non è né madre né moglie. Diese Frau ist weder Frau, weder Ehefrau noch Mutter. Ma che ha interiorizzato una cosa che io ho cominciato a definire, per raccontare cosa voglio dire, altezza di intendimento. Und sie hat etwas verinnerlicht, was für mich einfach eine höhere Instanz darstellt. Mi spiego bene. Das möchte ich jetzt näher erläutern. La legge, un giudice può applicare la legge. Ein Richter kann das Gesetz anwenden. Come emerge dai codici. Wie man einfach das Gesetz liest, also von den Gesetzentexten. Una serie di regole che vengono applicate in modo abbastanza formale. Das sind Normen, die einfach angewandt werden in formeller Weise. Oppure può agire con altezza di intendimento. Oder ein Richter kann einfach höher, in einer höheren Instanz agieren. E ricordarsi lo spirito in cui le leggi nascono. Und kann einfach sich daran erinnern, wie diese Gesetze entstanden sind.
In Italia, per esempio, lo spirito della nostra Costituzione, che è la legge delle leggi. Und in Italien, in unserer Verfassung, und das Verfassung ist das Gesetz überhaupt. Nella nostra Costituzione, in moltissimi punti, an vielen Stellen von unserer Verfassung, è stabilito come lo Stato deve porsi di fronte a chi sbaglia. Steht drin, dass der Staat sich einfach dem gegenüberstellen soll, der Fehler macht. Deve avere lo Stato e tutti gli uomini che lo rappresentano. Der Staat und die Menschen, die den Staat vertreten. Di guardare a chi sbaglia. Müssen die Leute in die Augen schauen, die Fehler machen. Non per fotografarlo nel suo errore. Nicht um diesen Fehler einfach an die Wand zu nageln. Ma offrendogli possibilità di ravvedimento. Sondern um diesen Leuten einfach eine Möglichkeit zu geben, sich zu ändern. La situazione che c'è in questo momento in tutta l'Europa non è così. Und das, was wir gerade in Europa sehen, ist nicht so. Perché gli stati laici hanno perso la prospettiva della speranza. Denn die Staaten haben einfach die Hoffnung verloren. Quindi reagiscono ai problemi sociali. Sie reagieren auf die sozialen Probleme. Costruendo nuove carceri. Und errichten neue Gefängnisse. Per esempio, in Brasile siamo arrivati al paradosso. In Brasilien sind wir zum Beispiel zu einem Paradoxon gekommen. Che le carceri, die Gefängnisse, sono appaltate ai privati. Werden von Privaten verwaltet. Potete immaginare che cosa succede. Und da können Sie sich vorstellen, was da passiert. Cioè, gli stati laici che non cercano di dare possibilità di cambiamento ai propri cittadini che sbagliano. Also die Staaten, die einfach nicht sich diese Mühe nicht machen, den Leuten, die den Fehler machen, die Möglichkeit zu geben, sich zu ändern. Danno la rappresentazione della loro perdita di futuro. Zeigen einfach, wie sie ihre Zukunft verloren haben. Le democrazie che non pensano ai propri cittadini in questa direzione. Die Demokratien, die an ihre Bürger nicht in dieser Richtung denken. Non possono che costruire nuove prigioni. Können nichts anderes tun, als neue Gefängnisse zu bauen. In questo quadro si muovono i miei personaggi femminili. Und darin bewegen sich die Frauen, die ich in meinem Film habe. Infatti nel film c'è una scena. Es gibt eine emblematica. Szene im Film, die wirklich sehr bedeutungsvoll ist. Dove si incontrano la protagonista e l'antagonista. È l'unica volta che si incontrano nel film. Wo die Hauptdarstellerin und ihre Gegnerin sich begegnen. Und es ist das einzige Mal im ganzen Film, wo sowas passiert ist. E qui posso raccontare un aneddoto. Und da könnte ich einfach eine Anekdote erzählen. Stavamo per cominciare il film. Kurz vor dem Beginn des Filmes. E io ero in macchina, guidavo. War ich im Auto, ich war am Fahren. E mentre guidavo pensavo alla storia. Und ich dachte einfach an die Geschichte nach. E mi sono accorto che non si incontravano mai nel film i due personaggi. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese zwei Frauen sich im Film nie treffen. Allora mi sono fermato. Also habe ich angehalten. E ho scritto la scena così come nel film. Und habe einfach diese Szene im Auto direkt so geschrieben, wie sie das gesehen haben. E vede, lì si riequilibrano il sistema di valori. Und da gibt es einfach wieder ein Wiedergleichgewicht zwischen den Wertesystemen. Perché uno dei pilastri su cui si regge il potere dell'Andrangheta. Denn eine der Säulen, worauf sich die Drangheta gründet. È l'ambiguità. Das ist die Ambiguität. Allora lei gli dice, ma questo si chiama potere, non amore. Und da sagt sie, das heißt aber Macht, das ist aber Macht, keine Liebe. E quando la mafiosa dice, ma io a mio figlio gli posso dare un posto d'onore. Aber die mafiöse Frau sagt, ich kann aber meinem Sohn einen ehrenvollen Platz verscheren. E la giudice risponde, e proteggerli noi, figli? Und die Staatsanwältin sagt, ja, und wie wär's mit Kinderschützen? Ecco, lì lo Stato, attraverso una persona che ha altezza di intendimento, und da ist einfach der Staat über eine Person, die diese höhere Instanz versteht, mostra un'altra idea di mondo. Zeigt eine andere Auffassung der Welt. Infatti la scena è ciclica. Die Szene wiederholt sich immer wieder. La mafiosa dice, cos'è per lei il mondo? Die mafiöse Frau sagt, was die Welt für sie ist. E poi il magistrato fa la stessa cosa. Und die Staatsanwältin macht das Gleiche. E dice, cos'è per lei il mondo? Und sagt, das, was die Welt für sie ist. Dicendo che nessuno nel suo mondo ha il diritto di decidere chi è degno di vivere o di morire. Und da sagt sie, in meiner Welt gibt es keinen Mensch, der sagen kann, wer leben und wer sterben muss. Io ho una domanda che volevo chiedere, perché Giuseppe e Pasquale bruciano i soldi? Io questa scena non l'ho, cioè che senso ha? Ich habe eine Frage zu einer Szene, also es gibt Giuseppe und Pasquale, die das Geld verbrennen. Ich verstehe das nicht, warum tun sie das denn? Questa scena è basata su un'intercettazione telefonica della polizia italiana. Also diese Szene basiert auf einer Telefonüberwachung von der italienischen Polizei. E c'è un,
un picciotto. Es gibt so einen jungen Mensch, so einen Bursche. Che chiama il boss. Er ruft den Boss an. Il boss lo ha mandato a prendere dei soldi che avevano sotterrato per nasconderli, i soldi della droga. Und der Boss hatte ihn einfach geschickt, Geld zu holen, was sie verbuddelt haben, also das Geld, was aus Drogengeschäften stammte. Che prima di poter essere usati devono essere riciclati e puliti. Das Geld muss ja recycelt werden, bevor das überhaupt wieder verwendet werden kann. E questo ragazzo. Und dieser Bursche. Prende questi due sacchi. Nimmt diese zwei Säcke an Geld. E uno di questi due sacchi tutto il denaro che c'è dentro è marcito e sono 8 miliardi. Und in einem dieser Säcke sind 8 Milliarden alte Liras, die einfach vermodert sind. E chiede al boss: "Ma cosa faccio? Sono marciti." Und da fragt er einfach den Boss: "Was soll ich tun? Das Geld ist doch vermodert." E il boss gli dice: "Bruciali." Und dann sagt er: "Verbrenne es." E il ragazzo risponde: "Ma sono 8 miliardi." Und er sagt: "Aber das sind doch 8 Milliarden." E il boss risponde: "Prima." Ja, das fahren Sie mal. Adesso è carta che puzza. Jetzt ist das einfach Papier, was stinkt. Questo fa capire il rapporto che i capi 'ndrangheta hanno con il denaro. Und das zeigt einfach die Beziehung, was die Chefs von der 'Ndrangheta, die Boss von der 'Ndrangheta mit dem Geld haben. Ne hanno talmente tanti. Die haben so viel Geld. Che possono permettersi di bruciare 8 milioni di euro come se fossero nulla. Dass sie sich einfach leisten können 8 Millionen. 4 milioni di euro. 4 milioni di euro, scusa. 4 milioni euro, also 8 miliardi di lire zu verbrennen, also bis nichts wären. Sorry. Aber Millionen mehr, weniger, ist auch egal. E quindi nel film volevo mettere una scena che fosse un Sabba. Und da wollte ich einfach so eine Firma, was würden wir Sabba. Alla struttura del Sabba, la scena di una rituale. Das hat die gleiche Struktur von diesem Ritual. Dionisiaco. Also das ist so eine Dionysisches Ritual, scusa. In cui si manifesta il rapporto col denaro degli 'ndranghetisti. Und da zeigt man einfach, welche Beziehung die Leute von den 'Ndrangheta mit dem Geld haben. Ma forse la scena non è abbastanza riuscita, se non l'hai capito. Aber vielleicht ist es nicht so gelungen, wenn das nicht verstanden wurde. Aspetta un attimo. No, era che non continuava, cioè... Die Sache war, die Szene endete einfach dort. Cioè, finisce lì e non capivo, ho detto, ok, li hanno bruciati, ich però solo perché erano marciti, però... Ich habe mir dann gedacht, gut, cioè, haben das Geld verbrannt. Cioè, uno che brucia soldi solo così, cioè... Aber Leute, die einfach Geld so verbrennen... Anche marci, io li prendo, ecco. Also ich würde das Geld gerne nehmen. Forse qualche centinaio di euro si potevano salvare. Also vielleicht ein paar hunderttausend Euro hätte man doch retten können. Noch Fragen? Aspetta un attimo perché non ti sentono se parli così. Dicevo, semplicemente essendo dei soldi sporchi, appunto non hanno valore per loro. Das heißt, weil es schmutziges Geld ist. Non possono andare in Banca d'Italia per cambiarli. Haben die cambiati, können das ja nicht an der Bank auswechseln. Senti, il tuo film è stato presentato in molti festival in giro per il mondo. Dein Film wurde in vielen Filmfestivals auf der ganzen Welt gezeigt. Hai notato delle differenze di reazione del pubblico a secondo appunto dei paesi dove veniva presentato? Hast du vielleicht unterschiedliche Reaktionen bei dem Publikum gesehen, je nachdem in welchem Land man war? Anch'io avevo questa domanda prima di iniziare questo tour. Also ich habe mir die gleiche Frage gestellt, bevor ich mit dem Film getourt bin. Ma sono quasi irrilevanti. Aber die Reaktionen, die Unterschiede sind wirklich fast unmerkbar. Anche ci sono dei momenti quasi dove alcuni sorridono, alcuni ridono, no? Es gibt Momente, wo manche Leute lächeln. Ma sono lachen, sempre gli stessi. Aber das sind immer die gleichen Momente. Cioè ci sono, diciamo, nel film anche le scene drammatiche. Auch die dramatische Szene im Film. Sono archetipiche. Die sind ja so wie ein Archetyp, die sind ja typisch. Abbastanza universale, la scena col die, figlio nella piazza. Die no? Kann man ja überall verstehen, zum Beispiel die Szene mit dem Sohn, der stirbt auf dem Platz. È una scena in cui tutte le donne si identificano. Alle Frauen identifizieren sich mit dieser Szene. Anche costruita con pensando al teatro greco, perché era una scena a rischio di melodramma. Und diese Szene wurde auch wie in einem griechischen Theater aufgebaut, weil es hätte zu Melodram kommen können. Quindi il pubblico, anche se non lo percepisce, è immerso in una struttura che rimanda a qualcosa che è simbolicamente riconoscibile come tragico. Und das Publikum versteht das zwar nicht, aber er ist einfach in eine Struktur hineingeleitet, was eben als Tragödie zu verstehen ist. Quindi devo dire, anche in Cina le reazioni sono state piuttosto omogenee. Auch in China gab es Reaktionen, die so ähnlich waren wie hier. Per esempio, la differenza in Cina
la presentatrice, che era una grande attrice cinese. Also die Frau, die in China den Film vorgestellt hat, und zwar eine große Schauspielerin in China. Era stupita come un uomo potesse entrare così profondamente nella psicologia femminile. Sie hat sich gewundert, una diversità, no? Wie ein Mann die weibliche Psyche so sehr verstehen konnte, zum Beispiel. Das wäre ein Unterschied. E a un certo punto mi fa, che è stato anche buffo, ho l'impressione che lei sappia quello che io sto pensando. Und sie sagte dann zu mir, ich irgendwie glaube ich, sie wissen schon, was ich denke. Ma lì è perché la donna in Cina ha una collocazione nel quadro sociale diversa. Aber das ist einfach, weil die Frau in China eine andere Rolle in der Gesellschaft spielt. Mi ha fatto impressione la frase siamo entrati nella piaga. E penso che quello che hai detto riguardo a quando lei si è messa disposta a gratis fare questo film, come attrice fa vedere che è una che fa l'esperienza, entriamo nella piaga, no? Vorrei chiederti come è stata questa esperienza per te come calabrese e come italiano di fare questo per il tuo popolo come un servizio. Also es gibt ja diesen Satz, wir sind einfach in die Wunde eingetreten, und das ist für mich ein sehr wichtiger Satz, und deswegen frage ich dich, du kommst doch aus Kalabrien, du kommst aus diesem Land, wie war das für dich, diesen Film zu drehen? Allora, voi dovete immaginare che i calabresi, die Leute aus Kalabrien, odiano i film che parlano dell'Ndrangheta. Hassen die Filme, in denen es um Drangheta gibt. Perché sono rappresentati nel mondo per l'Ndrangheta. Denn wir werden einfach in der Welt gezeigt, um die Drangheta zu zeigen. Come se la Calabria fosse Drangheta. Als ob Kalabrien gleich Drangheta wäre. Quindi hanno una reazione molto negativa. Deswegen werden sie sehr negativ aufgenommen. Allora, quando ho cominciato a costruire il film, als ich angefangen habe, mich mit dem Film zu befassen, ho scelto, dopo che avevo la prima stesura del copione, nachdem ich die erste Version von dem Drehbuch hatte, 50 Calabresi, habe ich 50 Calabresen getroffen, e gli ho spedito la sceneggiatura. Beziehungsweise kontaktiert, und ich habe denen das Drehbuch geschickt. Perché non volevo fare il film sulla loro testa. Denn ich wollte ja nicht den Film über ihre Köpfe hinweg drehen. Volevo entrare dentro il processo culturale in corso in Calabria. Ich wollte einfach diese kulturelle Bewegung in Kalabrien durchdringen. Rischiando il rischio della il tema della relazione proprio con loro. Und ich wollte einfach das Thema dieser Beziehung mit ihnen riskieren. E sono andato a una riunione in Calabria. Und da habe ich an einer Versammlung in Kalabrien teilgenommen. Per discutere questa sceneggiatura. Über das Drehbuch zu reden. Poi certo io avrei fatto le mie scelte. Und dann hätte ich natürlich meine Wahlen getroffen. Ma come è cominciata la riunione? Aber schon bei Beginn der Versammlung. Questi 50 hanno cominciato a litigare furiosamente fra di loro. Haben diese 50 angefangen total wild untereinander mit sich zu streiten. Non parlavano con me. Sie redeten nicht mit mir. Litigavano fra di loro. Sie stritten sich unter sich. Perché qualcuno aveva l'idea che era necessario fare il film. Manche dachten, dieser Film sei notwendig. Altri assolutamente no. Manche sagten nein, nein, überhaupt nicht. Per i motivi nicht, che ho spiegato. Eben aus den Gründen, die ich gesagt habe. Finché non si è alzata una signora. Und am Ende stand eine Frau dann auf. Che fa la segretaria in un centro medico. Sie arbeitet als Sekretärin in einem Ambulatorium. Non ci sono minori adesso. Es gibt ja keine Minderjährigen, oder? Ci sono, quindi attento. E lei ha detto basta. Und sie sagte Schluss. Adulcoro un po' le sue parole. Also ich werde das Ganze jetzt ein bisschen verschönern. Che futuro avranno i nostri figli? Was für eine Zukunft werden unsere Kinder haben? Se noi non abbiamo il coraggio di affrontare il nostro dolore. Wenn wir nicht den Mut haben, unsere Schmerzen anzunehmen. Lei l'ha detto con parole molto più forti also, delle mie. Sie benutzte andere Worte, stärkere Worte als ich heute. E a quel punto, siccome è una signora stimata, und da diese Frau sehr angesehen ist, mi hanno dato l'autorizzazione a continuare. Haben sie gesagt, gut, du darfst weitermachen. Ed è stato molto forte perché nel film c'è una battuta che lui ha colto, che come le battute più importanti si fanno in scene che quasi non appaiono, no? Es war ein sehr starkes Moment. Also in dem Film gibt es einen Satz, und diese Sätze passieren ja fast zufällig, wenn man camminando einen Film dreht. In una piazza. Man läuft auf einem Platz. Il poliziotto dice al magistrato. Und der Polizist sagt der Staatsanwältin. Se, facendo quello che stiamo facendo. Wenn wir das tun, was wir tun. Vuol dire che abbiamo perso. Se lo Stato deve farsi odiare, vuol dire che abbiamo perso. Heißt es, wir haben verloren. Also wenn der Staat sich hassen lässt, dann haben wir verloren. E lei risponde una frase. Und sie sagt eben diesen Satz. Che è la mia chiave di lettura di questo film. Und das ist so, wie ich den Film gerne interpretiere. E lei risponde, no, non abbiamo perso. Und sie sagt, nein, wir haben nicht verloren. Siamo entrati nella piaga. Wir sind in die Wunde eingetreten.
Perché l'idea che c'è dietro, denn die Idee, die dahinter steckt, è questa. Ist eben diese. Quando arriva in un ospedale una persona con una ferita alla gamba, wenn in ein Krankenhaus eine Person eingeliefert wird mit einer Wunde am Bein, il medico pietoso, der pietätsvolle Arzt, non ha il coraggio di far urlare il paziente, der will ja nicht, dass der Patient einfach schreit, di scavare nella ferita per disinfettarla, und er traut sich nicht einfach in die Wunde reinzugraben, um die, sie zu desinfektieren, e la gamba si infetta, und das Bein infektiert sich dann, e va in cancrena, und es wird zur Kankrene kommen. Per risolvere le cose più gravi, um die wichtigsten Probleme zu lösen, occorre guardare il dolore negli occhi, muss man dem Schmerz in die Augen schauen. Tanto più gli uomini dello Stato, che hanno una funzione importante, und vor allem sollen das die Männer des Staates tun, die eine wichtige Funktion ausüben, devono avere il coraggio di farlo. Sie müssen diesen Mut haben. Per esempio, nella realtà, in der Realität, il giudice Di Bella di Reggio Calabria, dieser Richter, der Herr Di Bella aus Reggio Calabria, che sta facendo quello che il mio magistrato fa nel film, der eben gerade das tut, was die Staatsanwältin im Film macht, sta facendo una cosa, er tut eben etwas, sulla base delle stesse leggi, auf der Grundlage der gleichen Gesetze, che in 50 anni di Repubblica Italiana nessuno ha mai avuto il coraggio di fare, die in 50 Jahre italienischer Republik kein Mensch den Mut hatte durchzusetzen, facendo un'azione che si chiama giurisdizionale, das ist eine jurisdizionelle Aktion. Cioè, usando degli elementi del codice, er nutzt Elemente von der Gesetzgebung, per tutelare i minori, um Minderjährige zu schützen, in fattispecie, in Straftaten, in Verbrechen, analoghe, die ähnlich sind, che il codice non prevedeva, die aber von dem Gesetz nicht vorgesehen werden. Si è sostituito all'azione politica. Das heißt, er hat die politische Aktion übernommen. In Italia questo è un fenomeno molto diffuso. Und das ist eine sehr diffuse Sache in Italien. Con una debolezza della politica. Die Politik ist schwach. Altri corpi dello Stato. Und andere Organe des Staates. Debbono assumersi la responsabilità di un'azione politica. Müssen einfach die Verantwortung übernehmen, eine politische Aktion zu machen. Ma è un discorso lungo. Aber das ist jetzt eine sehr lange Sache. Wie hast du die Idee bekommen? Das ist doch eine Erfindung von dir, dieser Film, oder? Della piaga? Ah, sì. Ach, die Sache, dass man halt die Kinder den Müttern wegnimmt. L'idea è stata della mia sceneggiatrice. Also die Idee kam von der Autorin des Drehbuches. Perché io volevo raccontare, cioè mi ero fatto questa domanda. Also ich hatte mir einfach folgende Frage gestellt. Perché le donne calabresi? Die Frauen aus Kalabrien. Che sono proprio mamme mamme. Die wirklich die Obermütter sind. Che si farebbero fare a pezzi per i loro figli. Die sich schlachten lassen würden für ihre Kinder. Glieli danno. Warum geben sie der Drangheta die Kinder? Sapendo che moriranno ammazzati. Obwohl sie wissen, dass diese Kinder dann ermordet werden. Quando ho cominciato a lavorare il film, questa domanda mi ossessionava. Und diese, das war eine Frage, die ließ mich einfach nicht mehr los. E a un certo punto sono arrivato a questa conclusione. Und ich bin zu diesem Schluss gekommen. Che questa domanda non se la potevano permettere. Sie konnten sich einfach diese Fragen nicht stellen. Ho supposto che era una domanda impossibile per loro. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass das eine unmögliche Frage war für diese Mütter. E infatti quando ormai il film era in preparazione, als der Film bereits gedreht wurde, le prime donne hanno cominciato a farsi questa domanda in Italia. Haben die ersten mafiose, Frauen in Italien, also die ersten Frauen, die der Mafia angehören, sich diese Frage gestellt. Per salvare i loro figli. Um ihre Kinder zu schützen, zu retten. Allora, la prima è stata tagliata a pezzi. Die erste wurde geschlachtet. E bruciata in un fusto. Und verbrannt. Ah, c'erano i minori. Oh, okay, es gab Minderjährige hier, sorry. E poi altre due hanno fatto una brutta fine. Und zwei andere Frauen haben ein wirklich sehr schlimmes Ende genommen. E la terza è sotto protezione. Und die dritte Frau wird jetzt quindi von der Polizei geschützt. La realtà ci confermava che è una domanda che non si possono fare le donne. Das heißt, die Realität hat uns einfach bestätigt, dass diese Frauen sich diese Frage nicht leisten konnten. Anche per questo il film finisce così. Und deswegen endet der Film, wie er endet. Perché la domanda è ribaltata a noi. Denn wir bekommen diese Frage zurück. Cosa facciamo per aiutare queste donne a potersi fare questa domanda? Was tun wir, um diesen Müttern zu helfen, dass sie sich diese Frage überhaupt stellen können? Ich habe noch eine Frage. Gab es eigentlich auch Reaktionen von der Drangheta gegen Sie, gegen Ihre Person, dass Sie diesen Film gezeigt haben? Weil es ist ja auch ein sehr mutiger Film, finde ich, und es wird was gezeigt, was eigentlich nicht gezeigt werden soll. Also kann ich mir vorstellen. Gab es Drohungen gegen Sie? Also questo film
lo può dire meglio di me il critico che c'è qui. Vielleicht kann Herr Montini das sogar besser als ich sagen. Nella mia intenzione. Aber in meinem Willen. Non è un film di impegno civile. Ich wollte jetzt keine zivile Courage zeigen mit diesem Film. E non è un film contro l'Ndrangheta. Und es ist auch kein Film gegen den Ndrangheta. Perché quei bambini che nascono in quelle famiglie. Denn die Kinder, die in diesen Familien geboren werden. A me interessano. Die interessieren mich. Sono cittadini italiani. Sie sind italienische Bürger. Uno non sceglie il posto dove nascere. Man wählt ja nicht, wo man geboren wird. Allora, in questo senso. Il 70% dei mafiosi che vengono uccisi 70% der mafiosen Leute, die ermordet werden e che vanno in galera oder die ins Gefängnis landen hanno meno di 30 anni sind jünger als 30 Jahre sono soggetti deboli sie sind schwache Menschen e poco formati und sie haben eine sehr bedürftige Erziehung, Bildung. Adesso a voi sembrerà un paradosso. Also für sie wird es vielleicht merkwürdig sein. Per me, io ho fatto il film pensando di fare un atto d'amore. Dieser Film ist für mich ein Liebesakt. Alle donne mafiose. Für die mafiosen Frauen. Aiutarle a potersi fare questa domanda. Ich möchte einfach ihnen helfen, sich diese Frage stellen zu können. Il mio film non racconta niente dei traffici dell'Ndrangheta. Ich erzähle doch gar nichts von dem, was die Ndrangheta wirklich macht. Una volta sono andato in un supercarcere in Calabria. Ich war einmal in einem von diesen hochgeschützten Gefängnissen in Kalabrien. Dove sono reclusi i peggiori assassini dell'Ndrangheta. Wo die schlimmsten Mörder der Ndrangheta sitzen. Ed era così. Di qua c'erano tutti gli ergastolani. Auf der einen Seite gab's alle mit lebenslänglich. Che sono sottoposti al regime di carcere duro, 41 bis si chiama in Italia. Und das Gesetz ist 41 bis, also das ist einfach harte Gefängnisstrafe. E di qua c'era una scuola. Auf der anderen Seite gab es eine Schule, civile. Also die zivile Gesellschaft sozusagen. E a un certo punto io ho sentito una spinta interiore. Und da habe ich einfach einen inneren Drang verspürt. Di rivolgermi a questi assassini, diciamo. Und da wollte ich einfach mit diesen Mördern sprechen. E ho detto loro, ma che colpa hanno i vostri figli? Und ich habe sie gefragt, was für eine Schuld tragen ihre Kinder? Non hanno il diritto di avere una vita bella e libera come questi? Haben sie nicht das Recht, ein schönes Leben zu haben, wie die Leute, die Kinder von der anderen Seite? E altre cose che approfondivano questo concetto. Und andere Seite, Sachen, die einfach dieses Konzept vertieft haben. Alla fine del dibattito. Und am Ende der Diskussion. Si è alzato un ergastolano. Stand ein Mann mit lebenslang. Ed è venuto verso di me. Kam zu mir. Subito le guardie si sono alzate, il direttore del carcere. Die Polizisten sind sofort aufgesprungen und der Direktor des Gefängnisses auch. E l'hanno circondato. Und die haben ihn umringend. Avevano paura che mi aggredisse. Sie hatten einfach Angst, dass er mich angreift. Lui ha fatto capire che non aveva cattive intenzioni. Dann hat er einfach gezeigt, er will mir nichts Böses. Si è avvicinato. Kam zu mir. Mi ha abbracciato. Hat mich umarmt. E ha appoggiato la sua guancia sulla mia. Und hat seine Wange an meine Wange. Ed era bagnata angelegt. Di lacrime. Und es war einfach feucht von Tränen. E mi ha detto sussurrando. Und da hat er mir zugeflüstert. Ha ragione. Du hast recht. I miei figli stanno soffrendo le pene dell'inferno. Meine Kinder, die sind einfach in der Hölle. Quando sono andati via, und als wir da weggingen, il direttore del carcere, da sagte der Direktor vom Gefängnis, mi ha detto che si era macchiato di delitti atroci. Dass dieser Mann wirklich unsägliche Verbrechen begangen hätte. Era la persona più pericolosa del carcere. Das war die gefährlichste Person überhaupt im ganzen Gefängnis. Loro sanno che io non ho fatto questo film contro di loro. Sie wissen, dass dieser Film nicht gegen sie gemacht ma wurde. Ma per loro. Sondern für sie. Perché in Calabria c'è una guerra civile. In Calabria gibt es einfach einen Zivilkrieg. Nelle ultime due guerre di 'Ndrangheta. In den letzten zwei Drangheta-Kriegen. Sono morti 2000 calabresi. Sind 2000 Calabresen gestorben. Uccisi da calabresi. Die von Calabresen ermordet wurden. Due giorni fa il procuratore della Repubblica. Vor zwei Tagen der Staatsanwalt. In questa occasione nel Senato. Also jetzt im Senat. Ha detto che tutta la provincia di Reggio Calabria. Hat gesagt, dass die ganze Provinz Reggio Calabria. Non è più sotto la sovranità della Repubblica Italiana. Gehört nicht mehr unter der Kontrolle des italienischen Staates. Perché un imprenditore che vuole iniziare un'attività economica denn ein Unternehmer, der zum Beispiel etwas auf die Beine stellen will, deve chiedere Provinz, l'autorizzazione prima di tutto all'Ndrangheta. Muss vor allererst die Ndrangheta fragen, ob er das darf. Io una domanda riguardo alla scena in cui c'è il richiamo al titolo del film, no? La Calabria per gli antichi greci era la terra dei santi e la Solarino credo che dica la terra, al massimo la terra dei santisti. Che significa?
Also es gibt eine Szene, wo man davon spricht, wie der Film überhaupt heißt, oder dass Kalabrien einfach das Land der Heiligen sei. Und diese Lorina, glaube ich, sagt, das ist nicht das Land der Heiligen, das ist das Land der Leute, die an Heiligen denken. Was heißt das? Negli anni 90 in Calabria. In den 90er Jahren in Kalabrien. È stata fondata una nuova organizzazione. Wurde eine neue Organisation gegründet. È più sconosciuta. Die die meisten nicht kennen. Che si chiama La Santa. Und das heißt La Santa, also die Heilige. Di, a cui fanno parte. Und diese Organisation. I capi dell'Andrangheta. Gehören die Chefs der Andrangheta. I capi della Massoneria deviata. Und die Chefs der Massonerie. E questi membri si chiamano Santisti. Und diese Leute, also die Mitglieder von dieser Organisation, heißen Santisti. Ora la Calabria è conosciuta nel mondo. Kalabrien ist auf der ganzen Welt bekannt dafür. Per i mafiosi, per i Santisti. Dass es eben diese Santisti, diese mafiosen Menschen gibt. Io ho voluto imprimere nel titolo. Ich wollte einfach mit dem Titel. Le migliori tradizioni di questo popolo. Die wichtigsten Traditionen dieses Volkes einprägen. Perché il nome identifica ciascuno di noi. Denn dieser Name, in diesem Namen kann sich jeder von uns identifizieren. Quindi il titolo di questo film è un grido di speranza. Der Titel dieses Films ist einfach ein Schrei der Hoffnung. Noi vogliamo una Calabria. Wir wollen ein Kalabrien. Che torni ad essere. Was wieder. Ciò che la sua tradizione ha scritto nel DNA. Das war, was die Tradition einfach für Kalabrien vorgesehen hat. Una terra di santi. Ein Land der Heiligen. È una sfida, una speranza. Das ist eine Herausforderung, eine Hoffnung. Ich wollte zum Film nochmal fragen. Er ist 2014 gedreht, è stato girato nel 2014, produziert. Er ist, denke ich, 2015 in Italien angelaufen. Nelle sale in 2015 und ich wollte nach der Reaktion in Italien fragen. Öffentlich, Presse, aber dann nach dem Publikumserfolg und wollte dann nochmal wissen, Sie sprachen vom Drehbuch vorher, aber wie hat dann in Kalabrien... Also wie hat Kalabrien auf den Film reagiert? Und dann will ich auch noch wissen, wird es ihn auf Deutsch geben? Gibt es einen deutschen Verleih, der ihn hierher bringt? Allora, il mio è un film, diciamo, di quelli impossibili. Also mein Film ist eigentlich ein unmöglicher Film. Che sulla carta sarebbe uscito in Italia in un fine settimana e poi moriva. Also auf dem Papier wäre das einfach in Italien gezeigt worden an einem Wochenende und dann wäre es vorbei gewesen. Avevamo solo 10 copie del film. Wir hatten nur 10 Kopien vom Film. Quindi 10 cinema in tutta l'Italia. Das heißt 10 Kinos in ganz Italien. Però sono successe una serie di circostanze favorevoli. Aber es gab Umstände, die den Film begünstigt haben. Per esempio. Zum Beispiel. Uno dei più importanti giornalisti italiani, che è qui. Einer der wichtigsten Journalisten Italiens. Der da, che scrive sulla Repubblica, der in La Repubblica schreibt, ha capito il film e ha fatto un articolo molto profondo. Hat den Film verstanden und hat einen sehr tiefgründigen Artikel darüber geschrieben. Questo ha consentito di incuriosire una serie di esercenti. Dadurch war es möglich, einfach andere Betreiber dafür zu interessieren. Insieme ad altre cose. Es gab dann andere Sachen. Per cui queste 10 copie hanno cominciato a girare l'Italia, finivano in un cinema e poi ci chiamavano gli esercenti per avere il film. Das heißt, diese 10 Kopien haben angefangen durch ganz Italien zu wandern. Also kaum war der Film in einem Saal zu Ende, wurde er sofort von einem anderen Saal gebucht. A patto che io andassi a presentarlo. Aber ich musste jedes Mal dabei sein. Quindi ho fatto il calcolo che dal marzo di quest'anno. Also ich habe jetzt zusammengerechnet seit März dieses Jahres. Per 4 mesi io sono stato fuori casa mia. 4 Monate lang war ich nie zu Hause. A fare dibattiti come questo. Und da war ich einfach an Gesprächen teilnehmen wie heute. E poi in sala c'era sempre qualcuno che diceva io lo voglio portare nella mia città. Und in Saal gab es immer wieder jemand, der sagte ich will den Film auch in meiner Stadt hinnehmen. E così è successo nei festival. Und das war genauso mit den Festivals. Andavo, che ne so, a Annecy. Ich war in Annecy zum Beispiel. Dove abbiamo vinto il premio speciale della giuria. Wo wir den Sonderpreis für die Regie gewonnen haben. E ci hanno chiesto il film in altri 6 festival in Francia. Und da wurde ich von anderen 6 Festivals in Frankreich angefragt. Eravamo un microbo.
Also wir waren wirklich eine Mikrobe eigentlich. Però il film ha avuto una storia. Aber dieser Film hat eine Geschichte. E adesso comincerà tutto il ciclo delle scuole. Und jetzt wird der Film auch in den Schulen gezeigt. Racconto solo un episodio della Calabria. Da möchte ich etwas über Kalabrien erzählen, also eine symbolische Episode. Ovviamente in Calabria il film ha creato un'enorme emozione. In Kalabrien gab es natürlich große Emotionen, was diesen Film betrifft. Perché quei 50, denn diese 50 Leute, che avevano letto il film, sono diventati promotori in Calabria del film. Sie haben den Film in Kalabrien gefördert. E hanno organizzato loro le proiezioni. Sie haben die Säle organisiert in Kalabrien. Questo fa capire come il nostro tempo. Und das zeigt wie unsere Zeit. Sia il tempo del corpo. Das ist die Zeit des Körpers. Cioè le cose che nascono nel corpo civile. Die Sachen, die in den zivilen Körper entstehen. Hanno la capacità di costruire processi culturali. Können einfach kulturelle Prozesse herbeibringen. E mi ricordo una scuola. Und in einer Schule. In un paese che si chiama Trebisacce. In Trebisacce, das ist ein kleines Dorf. Dove c'è il primo cinema della Calabria. Da gab es das erste Kino überhaupt in Calabria. È un paese sperduto nella Sila. Das ist irgendwo in der Sila, total weit weg. Con un dirigente scolastico straordinario. Hat aber einen hervorragenden Schulleiter. Liceo classico scientifico. Das ist so ein Gymnasium, ein wissenschaftliches Gymnasium. Erano 500 studenti. 500 Schüler. E vi dico quello che ha detto uno studente alla fine. Und da sage ich euch, was ein Schüler am Ende der Vorstellung gesagt hat. E poi in una lunga mail che mi ha scritto. Und danach wieder in einer langen Mail, die er mir geschrieben hat. E lui mi ha detto così. Und er sagte. Fin da piccolo io ho sognato di fare regista. Seitdem ich klein bin, träume ich davon, dass ich Regisseur werde. Ma sono nato qui. Aber ich bin hier geboren. E qui non c'è speranza. Und hier gibt es keine Hoffnung. Dopo la giornata di oggi, nachdem ich das heute erlebt habe, io ho deciso di rispolverare questo sogno. Habe ich beschlossen, diesen Traum wieder aus dem Schubladen e di provarci. Und zu versuchen. Perché dice nel suo film, denn in ihrem Film, nonostante sia duro, obwohl der Film hart ist, c'è il segno di questa speranza. Sieht man ein Zeichen der Hoffnung. E poi per la Germania, was Deutschland betrifft, speriamo. Hoffen wir. Io volevo sapere come mai la scelta di non far mai vedere la città. Le riprese sono sempre molto da vicino, mentre soltanto l'unica ripresa in cui si vede un po' il paesaggio è quella della spiaggia, diciamo. Ich wollte wissen, warum die Stadt eigentlich im Film nie gezeigt wird. Also es wird immer, sind immer so Nahaufnahmen und das Einzige, was man von der Stadt überhaupt noch ahnen kann, ist der Strand. Ma ci sono due motivi. Es gibt zwei Gründe dafür. Uno è perché ho girato il film in Puglia. Ich habe den Film in Apulien gedreht. E questo è una cosa molto dolorosa. Und das ist eine sehr schmerzvolle Sache eigentlich. Perché ovviamente io volevo girare il film in Calabria. Denn ich wollte schon in Kalabrien drehen. Ma la precedente giunta regionale. Aber die Regierung der Region. A cui ho fatto domanda. Wo ich eben beantragt, ob ich den Film drehen darf. Non mi ha mai risposto. Die haben nie geantwortet. Ma io so che non lo volevano questo film. Aber ich weiß, die wollten diesen Film einfach nicht. Non lo volevano. Die wollten ihn nicht. E c'è. No, non posso raccontarlo. Nee, also, das kann ich jetzt nicht erzählen. Also, che c'è un episodio. Es gibt eine Sache. E rischio la querela. Aber ich werde angezeigt, wenn ich das erzähle. E poi c'è un altro motivo che è cinematografico. Und dann gibt es einen anderen Grund, der ist eher filmtechnisch. Questo non è un film. Diciamo, è quasi antiestetico. Das ist ja kein ästhetischer Film, es geht fast gegen die Ästhetik. Quando ho finito il montaggio, als ich mit der Montage fertig war, ho deciso di togliere dal film le due scene esteticamente più belle. Habe ich die zwei schönsten Szenen im Film einfach rausgeschnitten. Per esempio c'è la scena del cartellone del film. Es gibt eine Szene von dem Bild von dem Film, che è stata ripescata dal distributore. Und die wurde einfach von dem Produzenten wieder aufgegriffen, um das Bild von dem Film zu machen. Perché ho tagliato queste due scene esteticamente molto affascinanti, molto da regista, cioè proprio erano belle. Und warum habe ich diese zwei Szenen weggeschnitten, die einfach sehr schön war von dem regisseurischen Punkt her? Perché ho cercato di costruire un film. Denn ich wollte einen Film aufbauen. Che stava dentro, costantemente dentro le emozioni dei personaggi. Der immer innerhalb der Emotionen der Hauptdarsteller ist. Quindi una regia estetica che mostrava il paesaggio eccessivamente. Eine ästhetische Regie, durch die Landschaft zu sehr gezeigt werden würde. O che si compiaceva in movimenti di macchina complessi.
o die einfach filmtechnisch sehr aufwendig gewesen sei. Avrebbe remato contro questo. Hätte gegen diese Idee. Ci sono delle scene di questo tipo. Es gibt Szenen dieser Art. Ma voi non ve ne accorgete. Aber sie sehen sie nicht. Perché la regia si nasconde. Denn die Regie versteckt sich. Per esempio, la scena nell'asilo nido. Zum Beispiel die Szene in dem Kindergarten. È un tutto un piano sequenza che dura 7 minuti. Das ist ein horizontaler Schwenk von 7 Minuten. Ma nessuno si accorge che è un piano sequenza. Aber keiner merkt das. Perché è girato in modo tale che nessuno si accorga. Denn es ist so gedreht, dass es keiner merkt. Perché al centro devono essere sempre i personaggi, solo i personaggi. Denn im Mittelpunkt sollen nur die Leute sein. Perché la storia che stiamo raccontando. Denn die Geschichte, die wir gerade erzählen. Non è una storia solo di invenzione. Es ist keine nur erfundene Geschichte. E merita questa attenzione. Und deswegen gebührt ihr diese Aufmerksamkeit. Perché sul dolore vivo di un popolo. Die Geschichte baut auf dem Schmerzen von einem Volk. Che pretende questo pudore. Und deswegen muss man einfach vorsichtig sein. Avrei un'ultima domanda. Mi interessava molto questa immagine di 50 calabresi chiusi in una sala che litigano fra di loro. In base a quali criteri sono stati scelti questi 50 calabresi che poi sono serviti da moltiplicatori, se ho capito bene? Also ich hätte eine Frage zu diesen 50 kalabrischen Leuten, die am Anfang den Film einfach gewürdigt und geurteilt haben. Also wie wurden diese 50 Leute ausgewählt? Credenti, non credenti, medici, avvocati, impiegati, casalinghe. Che ci fosse tutte le componenti del corpo sociale. Also es war einfach alles mögliche drin, alle Berufe, ob gläubig oder nicht gläubig, es mussten einfach alle Schichten der Gesellschaft vertreten sein. Un gruppo che fosse una rappresentazione del corpo sociale. Diese Gruppe musste einfach die Gesellschaft abbilden. Dobbiamo finire perché c'è una successiva proiezione del film per persone che non sono potute entrare a questa. Wir müssen jetzt Schluss machen, denn wir haben keine Zeit mehr. Der Film wird ja nochmal gezeigt. E quindi ringraziamo Fernando also, Muraca. Vielen Dank. Grazie. Ja, vielen, vielen, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite an Fernando Muraca, Franco Mantini und Marina Clones. Aber bevor Sie jetzt alle nach draußen stürmen, es gibt bestimmte Traditionen bei Versus Sud, die eher eingehalten werden. Eine davon ist, dass der jeweilige Regisseur des Eröffnungsfilms nicht nach Italien zurückfahren kann, ohne ein Bild von Antonio Balbi mit nach Hause zu nehmen.